Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Wir waren jetzt wieder einkaufen. Es ist natürlich Samstag, ne? Wocheneinkauf muss getätigt werden. Und dann dachte ich, zeige ich euch direkt mal, was es diese Woche geworden ist. Es ist ein bisschen was anderes dabei. Also wir haben 2, 3 Sachen im Lidl gekauft. Dann waren wir für die Kätzchen im Fressnapf. Und dann natürlich den Haupteinkauf im Kaufland. Wenn ich ganz kurz überlegen darf, ich meine, wir haben im Kaufland um die 110 Euro ausgegeben. Lidl waren knapp 9 Euro und beim Fressnapf, glaube ich, 65 Euro. Das vom Fressnapf, weiß ich natürlich nicht, ob das jeden interessiert. Ich werde es kurz mit einblenden. Und genau, da haben wir auch Katzenstreu gekauft. Das ist allerdings unten noch im Auto. Also das werde ich euch nicht zeigen. Falls es da Interesse gibt, ne, dass ihr sagt, ihr würdet gerne mal wissen, was wir da benutzen, schreibt es gerne einfach in die Kommentare, dann kann ich euch das beim nächsten Mal zeigen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt und legen los mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wenn euch die Videos gefallen, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Ja, ist kostenlos, freut mich auf jeden Fall, weil ihr mich damit unterstützt. Like die Videos, wenn ihr Spaß daran habt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie immer, was es bei euch zu essen gibt, was euch die Woche so bewegt hat, was ihr am Wochenende macht. Und dann würde ich sagen, starten wir und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, wir legen los. Ich habe hier direkt am Anfang Alpro-Joghurt. Da habe ich mir, glaube ich, 3 Stück mitgenommen. Da muss ich mal gucken. Genau, also die ganz normal mit Kokosnuss, die habe ich euch ja schon mehrfach gezeigt. Die waren jetzt im Angebot. Dementsprechend habe ich 3 mitgenommen. Mein Freund hat sich einfach 2-mal seinen normalen Joghurt mit 3,5% Fett mitgenommen. Dann war im Angebot Mireille. Sorry, das war der Herd, weil ich habe gerade nochmal abgewischt und der spinnt dann immer ein bisschen, wenn der feucht ist. Genau, also Mireille Frischkäse habe ich 2-mal in der Kräuter-Balance-Variante. Also eigentlich ist er trocken, weiß nicht, was er hat. 2-mal habe ich es mitgenommen, weil es auch im Angebot war. Und dann habe ich mir mitgenommen Volle Pie. Da habe ich diesmal den Lecher Nussig Mild mitgenommen. Und dann haben wir wieder ein bisschen Wursch gekauft. Mein Freund hat sich diese Snack-Salamis mitgenommen. Bin gerade ein bisschen abgelenkt gewesen, weil da Nachbarn bei uns im Hof laufen. Dann habe ich mir aus dieser günstiger Abteilung, weil es bald abläuft, oder in dem Fall, ja, bald abläuft, am 21. habe ich mir von Hertha, Finesse Schinken gegart, Ofen gegrillt mitgenommen. Der Bro! Bro, what are you talking about, man? Sorry, das hat mich jetzt ein bisschen abgelenkt, weil wie gesagt, ich habe den Herd. Lasst euch einfach nicht davon irritieren, wenn ihr es hört. Wie gesagt, ich habe den Herd gerade abgewischt, jetzt spinnt er ein bisschen. Ich habe ihn trocken gerieben, ich weiß nicht, was er hat, er ist auch aus. Aber er piepst jetzt halt die ganze Zeit, soll er machen. Also ich habe jetzt hier von Hertha Finesse diesen Schinken mitgenommen, der war runtergesetzt auf 1,74. Dann habe ich mitgenommen von Gutfried, die waren nämlich im Angebot, einmal die normale Geflügelsalami, dann habe ich Hähnchenbrust mit Mango Curry, das ist ja immer ein bisschen am Rand, und dann die esse ich schon jeher gerne, die Roast Chicken, also Hähnchenbraten, die ist sehr lecker. Dann habe ich mir diesmal mitgenommen, auch im Kaufland, gefroren Granatapfelkerne, einfach seitdem wir nämlich diese 2 Granatäpfel gehabt haben. Wenn ihr fleißig meine Food Hauls verfolgt, dann habt ihr das ja mitbekommen. Bin ich irgendwie voll auf dem Granatapfeltrip. Und ja, weil die ja nicht immer im Angebot sind und es wirklich echt eine Scheißarbeit ist, sorry, die zu schälen und die Kerne rauszubekommen, habe ich mir jetzt die gefrorene mitgenommen. Habe dementsprechend diesmal auch gefrorene Heidelbeeren gekauft. Die esse ich sehr gerne. Und ich finde, das Coole bei Heidelbeeren ist, also die anderen Früchte, ob es jetzt die gemischten roten Früchte sind oder auch nur Himbeeren, das mag ich gar nicht, wenn es gefroren ist. Die Heidelbeeren, da macht es mir überhaupt nichts aus, beziehungsweise hole ich die aus dem Gefrierer raus, mache ganz normal mein Müsli früh, schütte es dann rein, lasse es 5 Minuten stehen und dann sind die für mich so aufgetaut, dass die für mich ganz normal zu essen sind und ja, deswegen mag ich die super gerne. Dann habe ich mir dieses Mal mitgenommen von K-Klassik Riesengarnelen.
Ich hole natürlich auch gerne die von Escala, heißen die, glaube ich. Aber die waren jetzt nicht im Angebot. Das sind die mir ein bisschen zu teuer, deswegen die günstigen. Dann wieder Alpro Light Sahne. Dann habe ich auch, wie gefühlt jede Woche, meine Corny Free Regel. Habe die wieder in weiße Schokolade mitgenommen. Dann, das ist jetzt aus dem Lidl zum Beispiel. Da gab es diese, oh Gott, lass mich lügen, La Mia Grande heißt die, glaube ich, von Dr. Oetker. In Salami hat der Markus sich zweimal mitgenommen, weil die isst er gerne. Und dann für den Vorrat, weil die ja auch doch deutlich teurer ist. Und da nimmt er sich das immer gerne mit, wenn das im Angebot ist. Und auch im Lidl haben wir für ein Essen jetzt morgen Rosenbrötchen mitgenommen. Ich glaube 5 Stück. Genau. Das war dann auch schon der Lidl-Einkauf, wenn ich mich recht erinnere. Also ne, durch die Pizzen dann wirklich deutlich teurer, fast 9 Euro, wie gesagt. Aber okay, was macht man denn alles, wenn man es gerne isst, ne? So, dann machen wir hier mit der Tüte weiter. Da habe ich einmal für mich jetzt zum Frühstücken ein Franzbrötchen und eine Käselaugenstange. Leute, wenn ihr diese Franzbrötchen noch nicht probiert habt, bitte macht es. Wenn ihr auf Zimt steht und Zimtschnecken liebt, dann werdet ihr die Dinger feiern, ohne Scheiß. Die sind so geil. Meine Arbeitskollegin hat mich damit angesteckt, die isst die am liebsten aus dem Aldi. Ich muss sagen, die sind auch richtig, richtig lecker. Aber weil wir so selten zum Aldi kommen, tun es die von Kaufland definitiv auch und die sind richtig nice. Das ist mein Frühstück. Dann habe ich mir diesmal gekauft einen neuen Rasierer für die Leute, die es interessiert. Ich habe jetzt den Venus Gillette Rasierer ganz normal in Smooth mitgenommen. Da sind auch schon 2 Klingen mit dabei. Ich habe diesen gehypten Influencer Rasierer schon getestet. Lasst mich lügen, wie heißt der jetzt nochmal? Ach, ich komme gerade nicht drauf. Ich schreibe es euch rein, wenn es mir einfällt. Und den muss ich sagen, da war ich gar nicht begeistert von. Der war zwar preistechnisch auch ganz in Ordnung, aber der war mir auch viel zu schwer auf Dauer. Und da mag ich diese Plastik dann doch ein bisschen lieber und habe mir jetzt einfach den ganz normalen gekauft. Dann, weil mein Freund sich ja Pizza gekauft hat, dachte ich, brauche ich auch nochmal 5 Vorrat Pizza, weil das dann einfach ganz gechillt ist, wenn wir keinen Bock haben zu kochen. Wie gestern oder vorgestern war es? Ne, gestern, da hatte ich nämlich Spätdienst am Freitag. Da musste ich bis 18 Uhr arbeiten. Ja, und da haben wir Pizza gegessen und dementsprechend habe ich jetzt nochmal 5 Vorrat dann auch aufgestockt. Wieder die Wagner Pepperoni Pizza, die liebe ich. Und ich muss sagen, für alle, die es interessiert, kalorientechnisch geht die auch voll klar. 806 Kalorien für die ganze Pizza, obwohl da echt gut Salami drauf liegt. Und dann habe ich mir diesmal von Wagner mitgenommen. Die sind ja so ein bisschen ja, gesünder oder weniger Kalorien. Also, ne, die haben weniger Kalorien, sollen gesünder sein, so rum. Da habe ich jetzt Hähnchen mit Spinat und Frischkäsecreme. Und die hat zum Beispiel nur 705 Kalorien. Für zwischendurch, wenn du mal Bock drauf hast, finde ich es gar nicht verkehrt. Da übrigens, ich meine, jetzt ist keine Spargelzeit, deswegen wird es die nicht geben. Die mit Spargel und Schinken, perfekt, richtig nice. Meine absolute Lieblingspizza. Dann habe ich dieses Mal noch mitgenommen, einmal ein Garnier Shampoo. Ich habe jetzt Anti-Schuppen gekauft, weil ich muss sagen, die letzte Zeit habe ich doch ein bisschen trockene Kopfhaut. Und da hat mir das bisher immer ganz gut die Jahre geholfen. Deswegen habe ich mir das jetzt nochmal mitgenommen. Dann haben wir die Colgate Total Zahnpasta, einfach weil der Vorrat schon wieder aufgebraucht ist. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob die beide drin sind. Der Marco hat jetzt zweimal von Dr. Best diese Zahnbürsten mitgenommen. Wir nehmen die weichen, einfach weil das für uns viel angenehmer ist zum Putzen. Ich habe zwar auch eine elektrische Zahnbürste, aber manchmal ist es doch ganz cool und chillig, wenn man so auf die Schnelle nochmal putzen will, dass man noch eine Handzahnbürste hat. Dann haben wir mitgenommen ganz normalen Mais in der Dose. Im Angebot war Ananasstückchen, die haben wir mitgenommen, weil wir ja gerne unser Curry essen. Und dann haben wir es einfach schon da. Dann hat sich der Marco dieses Mal zum Probieren 2 gleich. Unser pures Karotte. Das ist jetzt ein... Ah, hier steht Haferbrot mit 5% Karotten von Mestemacher, falls es euch was sagt. Das sah ganz interessant aus. Das ist auch wirklich mit sehr vielen Körnchen. Und der Marco meinte, dass drauf stand, dass es sogar ohne Mehl ist. Ja, ohne Mehl und ohne Hefe. Wir können berichten, wenn ihr möchtet. Mal schauen, wie es schmeckt.
Dann habe ich heute mal zum Frühstück, weil ich richtig Bock drauf habe, einen Multivitaminsaft mitgenommen. Und ohne Scheiß, Leute, den vom Kaufland, ich liebe den, weil der schmeckt wie ein hohes C-Saft. Nur halt den günstig. Richtig cool. Deswegen haben wir uns das mal wieder gegönnt. Dann natürlich, ihr kennt es wahrscheinlich schon, ihr könnt gerne mal, wenn ihr wollt, kurz stoppen und reinschreiben, was jetzt kommt. Trommelwirbel. Kokosmilch. Habe ich mir direkt wieder zweimal mitgenommen, weil das geht bei mir weg wie warme Semmel. Und dann habe ich mir diesmal mitgenommen, weil es im Angebot war, jeweils zwei Coca-Cola Light und dieses Fanta Lemon Zero, weil ich liebe das total. Und schon sind wir bei der letzten Tüte. Ah ja, hier. Das ist meine in Pink. So, dann haben wir gekauft. Es war wieder Tee im Angebot, Leute. Da haben wir ein bisschen zugeschlagen. Ich habe mir mitgenommen Salbei-Tee. Ist einer meiner Lieblingstees. Dann hat sich der Marco wieder mitgenommen Chai-Latte. Heißt doch so. New York Chai, sorry. Dann haben wir türkischer Apfel. Schmeiß weg. Dann haben wir schwedische Blaubeere. Und wir haben noch mediterraner Pfirsich. Bei der Blaubeere bin ich mir jetzt sicher, aber wir haben bei Marco, seinem besten Freund, schon ein paar Mal Blaubeertee getrunken. Der war sehr gut. Ich hoffe, dass das der war oder zumindest so ähnlich schmeckt. Dann im Angebot Pringles. Da habe ich dieses Mal diese Spicy Barbecue mitgenommen. Die habe ich noch nicht probiert. Und unsere Lieblingschips Hot and Spicy. Ist jetzt nicht unbedingt für dieses Wochenende gedacht, aber weil es die letzte Zeit schon öfter so war, dass es uns doch ein bisschen nach Chips gelüstet hat, dachte ich, nehme ich die jetzt mit, wenn die im Angebot sind. Und es wird ja nicht schlecht, ne? Also das kann man ja aufheben. So, dann haben wir gekauft 4 Karottchen. Und dann nehmen wir immer diese etwas anderen Möhren, heißt es ja, glaube ich, wie diese Äpfel, also die nicht so super toll aussehen. Und da haben wir halt für die paar, und es waren echt, ich weiß gar nicht, ob es draufsteht, 200 Gramm oder so. Nee, Quatsch, oh Gott, 200 Gramm. Das waren fast 600 Gramm, haben wir nur 57 Cent bezahlt, weil die halt nicht perfekt aussehen. Aber mein Gott, zum Essen und Kochen ist doch ganz egal, wie die ausschauen. Also das kann ich euch empfehlen, wenn ihr da auch sagt, es ist euch egal, dann schaut da gerne nach, weil da könnt ihr echt gut Geld sparen. Außer natürlich, ihr kauft das Bio, dann ist es was anderes. Dann habe ich gekauft einen frischen Brokkoli. Dann natürlich wieder Banane. Dann haben wir gekauft nochmal einen Hokkaido-Kürbis. Dann dieses Mal zweimal rote kernlose Trauben. Da musste ich nämlich letzte Woche nochmal los und habe am Mittwoch, war es glaube ich, dann nochmal Trauben gekauft, weil die so schnell leer waren. Dann habe ich gekauft eine rote Paprika, einen Apfel, Knobi und, weil es endlich wieder gibt, oder ich weiß nicht, ob ich es jetzt verpasst habe und es die nur irgendwie in den kalten Jahreszeiten gibt, Zuckerschoten. Ich lieb's. So, und dann noch ganz kurz, weil das jetzt kommt, was wir bei Fressnapf gekauft haben, weil ich es meinem Kätzchen versprochen habe und die letzt leer gegangen sind, habe ich nochmal diese Sticks mitgenommen. 4 Stück, diese Leckerchen. Und dann haben wir gekauft dieses Mal dieses Multifit Pastete. Und da haben wir jetzt verschiedene Sorten, um das mal zu testen, wie das den Katzen schmeckt. Also wir variieren da immer und nehmen, was gerade zur Verfügung steht. Und ja, entweder sie fressen es oder sie fressen es nicht. Wenn es halt nicht gefressen wird, dann freuen sich die Katzen von meiner Mama darüber. Aber sonst passt es eigentlich und die beschweren sich selten. Genau, dann haben wir den Einkauf schon durch. Und dann würde ich sagen, snacke ich mir mal hier unseren Speiseplan und berichte euch mal, was es zu essen gibt. Also, fangen wir vielleicht bei heute an.
Heute gibt's nichts bei uns. Wir frühstücken jetzt ausgiebig und heute Abend gehen wir essen. Da gibt's Schnitzel für meinen Schatz, da freut er sich schon. Dann haben wir immer noch aufgeschoben Kartoffelbrei, Gemüse und Fischstäbchen oder eben für mich diese, sag mir, Gutfried, was... Nee, Mühlenhof heißt es doch, glaube ich, ne? Diese veganen Cordon Bleu, die haben wir noch nicht gegessen. Dann eben Kürbissuppe und dafür haben wir die Brötchen beim Lidl mitgenommen. Die werden wir nämlich morgen dazu essen. Genau, also Kürbissuppe mit Brötchen. Dann haben wir jetzt mal aufgeschrieben, weil wir es jetzt gekauft haben, Pizza. Ob wir es jetzt machen, das sieht man ja dann. Dann haben wir nochmal aufgeschrieben Vorräte. Wir haben immer noch von diesen Uncle Ben's Sachen da oder Dosen, also so Ravioli oder ähnliches. Dann haben wir überlegt, weil wir nächste Woche Dienstag auf ein Konzert gehen, mal gucken, ob ich euch da ein bisschen mitnehmen kann. Da haben wir überlegt, dass wir vielleicht auch nichts kochen, weil ich da noch einen Zahnarzttermin an dem Tag habe und wir vielleicht auswärts was essen oder holen. Da schauen wir einfach mal, wie wir Lust drauf haben. Und dann habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal Asianudeln. Und da muss ich gucken, wenn es für einen Tag reicht, wobei ich habe jetzt echt viel Gemüse, dafür habe ich ja nämlich den Brokkoli, die Zuckerschoten, den Paprika und ein paar Möhrchen. Und wenn es jetzt für zwei Tage reicht, esse ich eben die Asianudeln und der Marco macht sich nochmal Chili. Ansonsten habe ich noch auf dem Vorrat, aus dem Vorratsschrank aufgeschrieben, dass ich mir eine Handvoll Pommes machen könnte mit so dickeren Fischfilets. Und Kräutertipp habe ich auch noch im Kühlschrank. Genau, schauen wir einfach mal, was es wird, worauf wir Lust haben. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder. Lasst mich doch gerne wissen, was es bei euch die Woche zu essen gibt. Und dann würde ich sagen, wie immer, wenn es euch gefällt, lasst mir gerne Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank nochmal an alle neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin echt geflasht und freue mich sehr, dass ihr so zahlreich meinen Kanal abonniert und immer mit dabei seid. Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Caro. Tschüssi.